Hallo, hallo! Wir sehen das dritte und entscheidende Spiel im Viertelfinal des VMS-Clan-Turniers zwischen mir und Paranormal Panda. Bisher sehr ausgeglichene Serie. Dritte Map, Bucht der Gesichter. Auch das wieder so eine Map, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Das ist wieder so eine Map, die keine Manöver zulässt, weil es einfach zu viele Buchten und zu viele was auch immer hat. Zu viele Hindernisse. Naja, aber der Helkanis, der hat das gemacht. Der wollte uns ja auch ärgern damit, der Clan-Leader. Da kämpfen wir das eben. Ganz kurz durch die Setups. Diesmal ganz ein anderes Setup von mir. Naginata-Begleiter, Longyaria Shigaru, noch mehr Naginata-Begleiter. Dann hier hinten Nodachis, Level 6. Lundenschloss Ashigaru, Level 2. Ich habe noch Katanas, Level 7. Lundenschloss Samurai, Level 5. Nodachis Level 5, leichte Kavallerie, Yari Kavallerie, dann mein General, hier noch eine Naginata Begleitereinheit, dann hier schön versteckt im Wald meine Bogenkavallerie, David Bowies, leichte Kavallerie, Yari Samurai, dann Yari Kavallerie und Feuerkavallerie. Die ist ziemlich stark mit 23 Nahkampfangriff. Ja, die Map hier oben, klar, Schwert-Dojo, wichtiges Dojo. Hier unten der Schrein, auch nicht ganz unwichtig. Und hier drüben das Bogen-Dojo, das ist eigentlich zu vernachlässigen hier. Der Panda wieder mit einem ganz ähnlichen Setup eigentlich wie in den Spielen zuvor. Naginata-Begleiter, Nodachis, Nodachi, Nodachi. Yari Samurai, Lundenschloss-Samurai, Naginata-Begleiter, Yari-Kavallerie, Yari-Kavallerie. Sein General, das ist der Bogen-Gen. Naginata Kriegermönche und hier im Wald leichte Kavallerie, Feuerkavallerie und Yari-Kavallerie. Ja, und wir schauen gleich mal, was hier passiert. Ich schicke natürlich hier meinen Flügel rauf. Ich will das Dojo haben. Und er hat eigentlich dieselbe Idee hier. Rushen hier beide auf den Hügel. Gleichzeitig schicke ich meine Naginata-Begleiter hier unten zum Dojo und jo, in der Mitte marschieren wir so ein bisschen aufeinander zu. Das ist eigentlich ein typisches... typischer Spielablauf auf dieser Map, würde ich sagen. Ja. Also, meine Yari-Samurai kommen jetzt hoch. Ich will ja das Schwert-Dojo haben, um jeden Preis. Er bezieht hier schön Stellung mit seiner überlegenen Feuerkraft. Ja. Die Lundenschlösser. Ja, zieht jetzt hier drüben mit Naginata Kriegermönchen nach oben, weil er merkt, dass ich das Dojo holen will. Eine gute Maßnahme. Auch das wieder eher ein riskanter Move jetzt eigentlich von mir, weil er hat natürlich seine Kavallerie hier sehr kompakt beieinander. Und ich bin hier so ein bisschen abgetrennt. Mein Gen ist auch nicht in der Nähe, also... Naja, hab's versucht. Ja, und jetzt hier Naginata-Begleiter gegen Naginata-Begleiter. Die Bogenkavallerie kommt zum Einsatz und kann im Moment noch gar nichts machen. Ja, da wollte ich am Anfang auf die Lundenschloss-Samurai von ihm feuern. Bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, doch besser auf die Naginata-Begleiter zu schießen. Um ihn hier im Dojo ein bisschen unter Druck zu setzen. Eigentlich keine sonderlich gute Idee, aber die Dojos, die kommen so langsam in meinen Besitz und das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt hier Kampf der Naginata-Begleiter. Unterstützt durch das Feuer hier. Das reicht eigentlich, müsste man meinen. Komme ich noch mit einer leichten Kavallerie, Backcharge in die Naginata-Begleiter. Jetzt muss ich weg hier, weil er kommt mit dem Bogen-Gen und feuert auf meine Bogenkavallerie. So. Bam. Also die Situation diesmal bereinigt. Er kommt hier mit Donnerbüchsen-Kavallerie. Die habe ich gar nicht geschnallt, dass er Donnerbüchsen-Kavallerie mit dabei hatte. Hier der Panda. Meine Güte. Wirklich die üblen Trolleinheiten. Aber eben, naja, waren ja erlaubt. Jetzt kommt er mit Yari-Kavallerie. Muss aufpassen, dass er nicht in die Naginata-Begleiter reincharged hier. Und, ja.
Hier drüben, Yari-Kavallerie von mir auch in Position. Das ist eine ganz interessante Situation hier. Donnerbüchsen und Bogenkavallerie stehen sich hier gegenüber. Jetzt zieht er die Donnerbüchsen zurück. Und auch die Yari-Kavallerie. Weil er sieht, dass ich hier mit meiner Kavallerie komme, zieht er die Kavallerie zurück. Und das war ein schlauer Move vom Panda. Er hätte sich auch hier auf ein Gefecht einlassen können und hätte dann wahrscheinlich Teil seiner Kavallerie verloren. Hat er nicht gemacht. Und das war ziemlich clever im Endeffekt. Hier kommt es jetzt zum Clash zwischen diesen Kavallerieeinheiten. Und er hat hier ein bisschen besser reagiert. Er hat nämlich seine Kavallerie schneller, breiter aufgefächert. Was bei mir eben nicht der Fall war. Plus ich habe diesen blöden Hügel hier, der mir den Charge versaut hat. Und er hat noch den General in der Nähe. Das war nicht so wahnsinnig gut. Wenn die ganze Sache hier auch ein bisschen auf den Patt rausläuft. Weil er verliert auch sehr, sehr viele Kavallerieeinheiten in diesem Kampf. Also seine Feuerkavallerie, die ist wirklich stark dezimiert. Leichte Kavallerie flieht. Yari-Kavallerie, das war eigentlich ein Patt hier. Weil da verlieren beide so viele Kavallerieeinheiten. Wenn er hier noch mehr übrig hat, aber das ist schon die Auswirkung eben des Jans. Der Jan ist in der Nähe, das gibt den Einheiten einfach mehr Schmackes. Auf der anderen Seite wiederum, die Yari-Samurai behaupten sich hier gegen die Naginata-Kriegermönche, weil die Kriegermönche eben bergauf angreifen müssen. Sieht man mal, die Yari-Samurai Level 5 mit 15 Nahkampfabwehr. Ja, können es da schon aufnehmen mit den Naginata-Kriegermönchen und können diese doch sehr teure Einheit eigentlich, ja, vernichten. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber das war sehr interessant. Und da ist das Pad eigentlich wieder da, weil er hat noch seine schwachen Kavallerieeinheiten und gegen meine Yari-Samurai kommt er dann natürlich nicht an. Ziehe ich die Yari-Samurai jetzt zurück in den Wald. Jo, und da sind wir eigentlich wieder so weit, wie wir schon mal waren. In dem Flügel so, naja. Das Dojo habe ich noch, das war wichtig. Und der Panda, ja. Muss ich jetzt von den Dojos zurückziehen. Und das war eigentlich auch das Ziel von mir hier. Ja, und jetzt mit der Bogenkavallerie natürlich Lumpensnipen angesagt, klar. Die Bogenkavallerie hat noch nicht so viele Kills gemacht bisher. Aber das ist eigentlich auch nicht unbedingt das Ziel der Bogenkavallerie. Kann ihm jetzt doch seine Lunten ein bisschen wegnehmen hier. Ja, und da belauern wir uns hier. Auf diesem Ridge, auf diesem Rücken, diesem höhen Rücken. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Und ja, seine Lundenschlösser, die nehmen doch langsam ziemlich ekligen Schaden. Hier noch 60. Ja. Da kommt die Bogenkavallerie doch schön zum Einsatz. Hier 40 Kills, 44 Kills. Und die Lunden, die bluten hier. Ja, jetzt ziehe ich meinen General hier zurück, weil er kommt hier doch mit seinen Donnerbüchsen und noch mit noch mehr Naginata-Kriegermönchen. Und da ist dann das Ganze jeweils nicht mehr so, boah, so wahnsinnig zu empfehlen, dass man seinen Gen hier alleine oben stehen lässt. Habe noch ein bisschen Kavallerie hier. Ja, und jetzt kommt diese Schlacht so langsam in die entscheidende Phase. Bogenkavallerie feuert immer noch, 52 Kills bisher. Könnte mehr sein. Noch ein paar Salben auf die Nodachis hier. Ja, und jetzt, das war ein ganz entscheidender Moment. Jetzt zieht er die Lunden nach vorne hier und ich habe nicht aufgepasst. Gleichzeitig Charge hier oben mit den Kriegermönchen. Und ihr seht, auf was rausläuft. Jetzt kommen die Lunden und geben eine schöne Salve auf die Bogenkavallerie ab. Und das war natürlich tödlich. Gleichzeitig kommen seine Lunden aber ebenfalls unter Feuer von meinen Lunden. Hier oben konnte ich mit den Naginata-Begleitern den Angriff der Kriegermönche blocken. Jo. Wir hocken hier so ziemlich aufeinander. Taktieren. Ja, das war mit der Bogenkavallerie. Das war nicht aufgepasst von mir. Da
habe ich wirklich die Bogenkavallerie eigentlich verschenkt gegen diese Lunden. Da hat er die Lunden noch sehr, sehr schön nach vorn gezogen. Und ich habe nicht aufgepasst. Ich habe auf die Nodachis geschossen. Ja, 77 Kills, Bogenkavallerie, das ist nicht schlecht, aber das ist auch nicht überragend. Also, es geht schon besser. So, jetzt gibt es wieder ein paar schöne Salben hier auf die Lundenschloss-Samurai. Und jetzt greift er doch wieder an hier. Jetzt können meine Lunden feuern. Wieder eine Salbe gegen die Bogenkavallerie. Boah. Naja. Hier oben jetzt auch schöner Lundenschlosskampf. Jetzt komme ich mit den Odachis. Seine Kriegermönche, die haben schon ein bisschen Mühe hier, weil sie eben Lundenschlossfeuer kriegen. Jetzt kommt der Charge mit den Odachis hier. Jawohl. Der Krieg geht los auf breiter Front. Hier oben die Kriegermönche, die fliehen schon mal. Ja, die Kavallerie im Wald sieht auch ein bisschen alt aus. So. Bisher sieht es nicht schlecht aus für mich. Kommt jetzt hier mit Yari-Kavallerie. Ich mache einen Counter-Charge mit meiner Yari-Kavallerie. Kann ihn erwischen hier. Krieg den Charge. Brech so langsam durch seine Linien. Ja, und da wirklich mal wieder mein alter Fehler. Mit dem Gen einfach zu schnell rein. Das hätte ich nicht machen müssen. Das war eigentlich ein Fehler hier. Mit dem Gen, ich meine, in die Donnerbüchsen rein. Gut, meine, wieso nicht, aber... So intelligent war das jetzt nicht, weil der Gen, der nimmt dann doch Schaden. Und da verliere ich dann doch den Gen. Und das ist keine gute Idee in einem solchen Spiel. Zumindest konnte ich seine Donnerbüchsen erwischen. Aber jetzt ist mein Gen weg. Ja, und jetzt kommt hier auf einer Kesselschlacht drauf an. Problem von mir schon wieder, ich habe wieder meine Kavallerie verloren. Yari-Kavallerie steckt hier im Getümmel mit den Odachis. Die hätte ich unbedingt rausziehen müssen hier. Und ohne Gen ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Jetzt hier wirklich ein Gemetzel in der Mitte. Lundenschlösser neu positionieren. Bogenkavallerie neu positionieren. Und das ist natürlich schwierig, weil er hat einen Bogen-Gen. Also ich muss diesen Bogen-Gen irgendwie rausnehmen. Und das ist schwierig. Ohne Kavallerie, Bogen-Gen... Schlacht ist noch nicht verloren zu diesem Zeitpunkt. Immer noch sehr ausgeglichen hier. Long Yaris können sich gut halten in der Mitte. Jetzt habe ich versucht, mit den Bogenkavallerie in seinen Gen rein zu chargen. Hat auch nicht geklappt. Nee. Die Lunden können feuern. Crossfire hier. Schöner. Seinen Gen habe ich eben dann nicht ganz erwischt. 16 Mann noch übrig. Ja, da war das Spiel eigentlich wieder entschieden. Also Panda konnte sich jedoch durchsetzen. Am Ende. Schlacht vor allem deshalb verloren gegangen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Habe meine Kavallerie eigentlich zu schnell verheizt. Hätte ruhig noch ein bisschen warten können mit der Kavallerie. Vor allem mein Gen. Der Verlust des Generals, das ist einfach immer eine ganz heikle Angelegenheit. Das ist nie gut. Es geht eigentlich immer in die Hose. Darf nicht passieren. Welch eine Blamage. Jo. Also, Panda gewinnt dieses dritte Spiel und ist eine Runde weiter im VMS-Turnier. Ich glaube, im Halbfinale trifft er auf den Nemesis. Nemesis is back. Das verspricht sicherlich auch wieder sehr spannende Schlachten zu geben. Ich fand die drei Schlachten, die waren sehr spannend. Auch ziemlich ausgeglichen. Da entscheiden dann eben jeweils kleine Fehler, kleine Nuancen über Sieg oder Niederlage. Aber, oh, schöne Serie. Schöne Spiele hier, finde ich, zwischen mir und Panda. Nächstes Mal sieht es hoffentlich anders aus, wenn ich wieder auf ihn treffe. Sehen uns noch die Statistik an. Ja,
sehr, sehr ausgeglichen wieder hier. Also wirklich 1119 habe ich getötet, er 1199 getötet. Ja, Nodachi ist bei mir 152 Kills, die Long Yari ist auch immer gut, 121. Panda 149 Kills mit den Nodachis, Donnerbüchsen 139. Und sein Bogen-Gen, klar, 130. Also, GG, schön gespielt und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.